Gabriel. Also diese zwei Züge haben wir ja schon geschafft. Und jetzt kommt der da. Und den, das ist die 766.2. Das ist quasi der Doppelstockwagen. Wir können hier Tag auswählen. Und dann starten wir mal. Und dann erkläre ich euch, wie das funktioniert. Schließlich fahren wir hier gar keine Lok oder einen Zug, sondern quasi einen Anhänger. So, das ist unser Zug, Anhänger. Oh. Erinnert ihr euch? Oh, neutral habe ich aus Versehen gewählt. Den haben wir ja letztes Mal probiert. Und jetzt probieren wir den da. Erinnert ihr euch? Dazu braucht ihr das Add-on Hamburg-Lübeck oder mein Splessartbahn, um dieses Add-on zu fahren. Dieses Add-on ist absolut kostenlos mit dem Regionalzug und die Strecke Köln-Aachen ist auch absolut kostenlos, weil es im Hauptspiel dabei ist. Obwohl, sorry, vergiss es. Köln-Aachen kostet 30 Euro, war im Hauptspiel für 20 Euro verfügbar, plus drei weitere Strecken. Und jetzt kostet es 30 Euro. Also wenn ihr euch Köln-Aachen absolut übertrieben für 30 Euro kaufen wollt oder für, schätzbar für 30 Euro, ich guck mal auf Steam. Auf jeden Fall ist das standardmäßig in Train Simulator 2 enthalten. So. So. Train Sim. Train Sim 3. Kostet das jetzt Köln-Aachen? Oh Gott, hey, ich muss alle sehen. Köln-Aachen kostet jetzt unverschämte 30 Euro. Genauso wie London Underground und Sand Grey. Kann kein Englisch. Wenn ihr euch für 20 Euro Train Simulator 2 kauft, merkt euch mal die 20 Euro. Jetzt zahlt ihr für die gleichen Strecken, die ihr für 20 Euro bekommt, nein, zahlt ihr jetzt 90 Euro. Damit ihr auf dem gleichen Punkt kommt wie bei Train Simulator 2, zahlt ihr 30 Euro. Für diese drei Strecken, wenn ihr sie nicht in Train Simulator 2 schon besessen habt. Deshalb kauft euch Train Simulator 2 für 20 Euro. Wo denn? Hier fährt gar keiner ein. Kauft euch für 20 Euro Train Simulator 2 und danach Train Simulator 3. Dann habt ihr nämlich Köln-Aachen, London Underground und St. Page. Ja. Und ja, das war eigentlich meine Empfehlung. Kauft euch Train Simulator 2 oder wenn ihr es schon habt, Glück gehabt, da spart ihr extrem viel Geld. Die ziehen euch nur das Geld aus der Tasche. So, wir gehen wieder in die. Regionalzug. Hier ist der Innenraum. Habe ich euch ja schon gezeigt. So, erstmal, das ist unsere Lok, die ist aber irrelevant. Erstmal hier drin. Das ist unser Cockpit. Erstmal tut ihr, ja, das ist eigentlich egal. So, jetzt tut ihr erstmal hier Vorwärtsgang einlegen. So, dann wichtig, Bremsschlüssel, das ist der hier, nach da tun. Und die Bremse anlegen, damit die euch nicht wegrollt. So. Jetzt Türen öffnen, das tut ihr, obwohl alle. Türen öffnen tut ihr hiermit. Rechts jetzt und dann tut ihr das hier. Öffnen. Zack, öffnen sich alle Türen rechts. Links bleiben sie offen. Geschlossen. So, jetzt
merkt ihr ja, eigentlich ganz am Anfang solltet ihr es machen, aber das Licht anmachen. Erstmal habe ich hier geguckt, wo ist hier die Beleuchtung? Bababab, hier, aber das ist nicht das Richtige. Ihr müsst hier aufstehen. Müsst hier an den. Wenn meine Maus. Mausi. Meine Maus wieder funktioniert. Hier hin. Null. Das ist jetzt in so einer Stellung. Funktioniert gar nichts. Und jetzt Spitzensignale. Geht ihr hier rauf? Was kam da gerade eben? So. Und dann leuchtet das. Und dann könnt ihr die Stärke einstellen. Bap. Und jetzt habt ihr richtig helles Licht. So. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch, wenn ihr hier jetzt Beleuchtung innen drin anmacht, ist das Problem, dass ihr, soweit ich weiß, erstmal hier könnt ihr die Innenbeleuchtung anmachen, entweder so oder so. Machen wir mal gar nichts. Dann hier könnt ihr die Beleuchtung der Armaturen, also der Zahlen hier machen. Machen wir mal so an. Und hier ist Sandstreuen, das ist ganz wichtig im Schnee. Und hier ist die Wagenbeleuchtung. Ein. Und jetzt leuchtet der, ja, wie soll ich sagen? Erste Wagen hier, der leuchtet jetzt. Der leuchtet jetzt. Aber. Och, komm schon, ich muss dafür aussteigen, damit ich es euch zeigen kann. Aber das größere Problem ist, dass der Wagen jetzt hier nicht leuchtet. Der ist noch totendunkel. Totendunkel? Egal. Auf jeden Fall ist er noch ziemlich dunkel. Und um das zu verhindern, weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Eigentlich müsst ihr irgendwo hier Beleuchtung. Funktioniert gar nichts. Funktioniert gar nichts. Gedrückt. Lichter für Zugfahrer. Keine Ahnung. Hier ist die Be Wagenbeleuchtung. Wagenbeleuchtung. So funktioniert immer noch nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall funktioniert sie nur in diesem einen Wagen hier. Keine Ahnung wieso. Wenn jemand das weiß, schreibt es mir in die Kommentare, weil, ja, ist halt ein bisschen blöd. So, Zugspitzensignale sind aktiviert. Und jetzt, da ja alle Leute eingestiegen sind, wenn wir die Tür schließen, damit euch niemand nervt, können wir hier erstmal das da runter machen und Sonnenblenden. Ja, geht natürlich nur bis hierhin, dann sieht man nicht den Fahrer. Ah, lass mich rein. So. Und jetzt können wir die Türen schließen. Das können wir auch entriegeln. Und jetzt regelt die Lok ganz hinten das Gas. So. Gehen wir mal hier natürlich erst 8 freie Kamera. Natürlich nicht, dass wir hier. Oh, das wäre vielleicht mal eine coole. Ja, okay. Keine so gute Idee. Hier könnt ihr dann genau sehen. Also ihr dürft auch nicht zu viel Gas geben. Vergisst nicht, hinter euch ist dann die Lok quasi. Besonders im Schnee könnte es kompliziert werden. Weil die drückt dann ja. Die schiebt nicht, die drückt. Hier ist quasi erst die Lok. Ja. Das ist natürlich herrschaftlich, wenn ihr so einen Regionalzug hier rüberfährt. Ich mag ja auch eher alles von außen zu sehen als von innen, aber von innen ist es dann auch angenehmer. Aber jetzt habe ich euch die Lok ein bisschen erklärt, also wie der Triebkopf funktioniert. Und da mir das ja jetzt ziemlich auf die Nerven geht,
Können wir ja mal ein bisschen schneller fahren. Ich glaube, da wird uns nicht der Kopf umgedreht. Aber ihr müsst hier halt immer noch aufpassen, dass nicht die Räder durchdrehen, besonders im Schnee. Und der ist mal ruhig, weil ich habe echt gar keinen Bock, dass er jetzt hier die ganze Zeit rummeckert. So, dann können wir mal hier inspawnen, hier inspawnen. Hier ist ein neuer Bahnhof. Ja. Dann fahren wir erstmal zum nächsten Bahnhof. Hier kommt der nächste, quasi unser Regionalzug. Na toll. Bisschen. Und jetzt das perfekte Halten. Vergesst nicht. Okay, das als perfektes Halten zu nennen, ist schon falsch. Weil ich habe mich viel zu doll auf das Fahrzeug konzentriert, anstatt auf den Bahnhof. Wir werden es hier verkacken. Naja. Das akzeptiert er aber gleich auch. Wenn ich jetzt nicht hier sofort wegfahre. Auf jeden Fall suche ich noch einen perfekten Platz zum Anhalten. Vielleicht zwischen den anderen Regios. Weiche Stellen kann ich nicht. Prüfe es aber trotzdem schon. Zack. Nehmen wir mal hier die Bremse, das nervt mich. Nee, das brauche ich noch. Volle Betriebsbremse. Und dann öffnen wir hier die Tür. Und dann haben wir hier so einen Regionalzug, wo wir selbstverständlich auch die Türen öffnen können und es genießen können, dass wir in einem fremden Regionalzug sind. So. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen, war ein bisschen länger, aber ihr müsst halt auch beachten, ich fasse mal zusammen, im Schnee, da habt ihr ja eure Lok hinten und ihr müsst halt, ja. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ihr müsst halt darauf achten, dass die Kraft erstmal, also die Information erstmal an die Lok da hinten hinkommt. Und das funktioniert nicht so schnell durch so viele Anhänger. Aber es ist schon ganz gut. Ihr müsst halt ein bisschen aufpassen. Es passiert halt minimal verzögert. Aber das kann echt schon Probleme bereiten. So, ich stelle gleich die nächste Lok vor, damit ich es hinter mir habe. Und dann würde ich sagen, tschüss, Lekkin lol.